Alter, was geht ab, Leute, Junge? Das war mein Techniktyp. Ich habe nochmal eine Bestellung aufgegeben für Kopfhörer, weil wir wollen ja auch mal ein paar Reactions machen und da hat es immer gestört, dass die Leute, also das Mikro hat halt das aufgenommen, was wir hören, aber die Leute hören dann natürlich auch das, was wir hören. Sprich, die hören das Video zweimal, einmal den Originalton vom Video und einmal den Ton vom Video, das dieses Mikro aufgenommen hat. Dementsprechend habe ich gesagt, hey, such doch mal was raus für uns bitte, zwecks Reactions, ein paar Kopfhörer, am besten Wireless, damit die hier im Pool chillen können und das dann machen können. Und das hat er gemacht. Seid gespannt drauf. Habe ich euch gesagt, dass ich ein drittes Mikro jetzt geholt habe, damit wir das nicht immer umswitchen müssen. Der Ständer kommt noch, aber jetzt haben wir drei von denen. Eins für hier und eins für Küchenstream. Alles sauber, bist aufgeräumt, ein paar Sachen erledigt, ist der letzte Tag des Monats, ein paar Rechnungen geschrieben, ein bisschen was für die Buchhaltung und ja, Ende des Monats, ich habe diesen Monat echt wenig für Hongshu gemacht, das muss geändert werden. Auch habe ich gekauft jetzt die zwei Sachen hier von Amazon und Ding, was der Kollege gerade vorgeschlagen hatte bezüglich den Mikros und ich kaufe ja, wie ihr wisst, alles über crypto.com und jetzt zeige ich euch mal, wie viel Cashback ich da durchbekommen habe. 400-500 Euro habe ich gerade ausgegeben. Ist natürlich nicht viel, aber es summiert sich und irgendwann in der Zukunft wird Crow hoffentlich XY wert sein. Hier, Cashback habe ich gerade bekommen. 23 und 108. Okay, das ist eigentlich schon relativ viel. 108 Crow und 23 Crow. Nicht schlecht. Es gibt ein Update, ich habe ja diesen Auftrag reinbekommen für Groups. Dachte ich mir, kann ich ein bisschen von denen lernen. War nicht so lehrreich und mittlerweile ist der Auftrag auch pausiert, weil, also Groups war so eine App, in der man verschiedene Gruppen zu verschiedenen Themen finden konnte und da sich einfach mit anderen austauschen konnte, mit einer kleinen Sprachfunktion, ansonsten halt so chatmäßig. Ist gar nicht gut angekommen. Ich habe versucht ein paar Gruppen zu starten, Anime, Pokémon Go war okay, ich habe Sabrina spielt, angeheuert als Kooperation, aber sonst wollte kein Mensch, den ich angeschrieben hatte, eine Kooperation mit denen eingehen, obwohl ich fand die Idee nicht schlecht, die App an sich nicht schlecht, die Leute waren halt fixiert auf Discord und Telegram und was weiß ich, was die alles genutzt haben, aber ich meine, am Ende des Tages war es trotzdem eine gute Kooperation, also es ist ja nicht so, als würde man irgendein schlechtes Produkt bewerben. Klar, es gibt bessere Produkte, die bereits am Start sind, aber die wollen ja keine Kooperation mit dir. Ist ja nicht so, als würdest du irgendwas Negatives bewerben, wie irgendwie so ein Abnehmpillen oder irgend so ein 0815T auf Instagram, irgendeinen schlechten Riegel, Energy Booster oder sowas. Es war ja einfach nur eine relativ gute App, die halt neu ist und ja, zwar schon Konkurrenz hat, aber was soll man machen? Aber anscheinend sehen das andere Leute anders und die hatten halt absolut null Interesse. Ja. Naja, wie gesagt, ich habe bei denen nicht viel gelernt. Dementsprechend ist es nicht so schlimm, dass der Auftrag jetzt pausiert. Ich habe meine Kooperation mit einer Influencerin am Start. Ich muss ja noch Details schreiben, aber ihr wisst, ich habe der 500 geboten. Natürlich ein bisschen überzahlt, zu viel, aber kein Problem. Ich rechne wahrscheinlich damit, dass sie, also ich hoffe, dass sie eine Kundin bringt, die das kauft und ich hoffe, dass eine ihrer Freundinnen, Influencer-Freundinnen, dann Interesse hat und dann mit uns auch eine Kooperation eingehen will. Das ist das, was ich mir erwünsche von dieser Kooperation. Mehr will ich gar nicht, also sie muss nur einen Kunden bringen.
Fazit-Time. Ja, war lecker. Ist aber nicht derselbe Laden. Die Besitzer haben anscheinend gewechselt, seitdem Corona-Quarantäne war und das von Running Sushi zu normalem Sushi gewechselt hat. War lecker, war aber überteuert. Und ich habe da auch auf Instagram ein bisschen Feedback bekommen von den Leuten, die den Laden kennen. Die meinen auch, ja, ist gut, aber ein Ticken zu teuer. Und ich habe jetzt auch Feedback bekommen zum Helium Mining. Das hatte Chong ja vorgeschlagen und anscheinend ein bisschen spät, klar. Ist immer so, wenn man von vielen Ecken das hört, dann ist es meistens schon zu spät, weil wenn die das schon wissen, wenn die meisten das wissen, dann ist es natürlich meistens immer schon zu spät. Aber es gibt immer noch ein paar, die sagen, yo, lohnt sich immer noch, ist, kann man machen. Und man weiß ja nicht, was in der Zukunft passieren wird. Und ich sehe, das Mikro ist nicht angesteckt. Mein Gott, hoffentlich passt das so. Aber ja, ich werde noch ein bisschen recherchieren und schauen. Und die 400-500 Euro tun mir nicht weh, deswegen werde ich es vielleicht probieren. Aber ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber ich gebe euch natürlich Bescheid. Das war's von mir, Leute. Ihr könnt mir gerne mal was vorschlagen, was ich testen soll. Jetzt erinnere ich mich auch, wieso mir die Zuschauerin geschrieben hat. Sie hatte das Video gesehen, wo ich gesagt hatte, dass mich die Leute auf Instagram langweilen, weil alles kooperiert und gesponsert und Werbung und so ist. Und ich Empfehlungen von dem Herzen will. Und es war ja eine Empfehlung vom Herzen. Sie war da dreimal im Monat, drei, viermal im Monat und auch danach ist sie noch dahin gegangen. Deswegen vielen Dank für die Empfehlung. Aber wie gesagt, ist nicht mehr derselbe Laden, aber trotzdem ein guter Laden. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Ansonsten investiert in Bitcoin natürlich immer. Und das war's von mir. Cashflow generieren, Leute. Ciao.